Silent Scope. Der Präsident wurde entführt. Und seine Frau und seine Tochter. Und irgendwie wurde sowieso jeder entführt. Aber dafür haben sie uns ja, hallo liebe Zuschauer, wir werden den Präsidenten und seine Familie da raushauen. Scheiß auf Terroristen, wir verhandeln nicht mit Terroristen, wir erschießen Terroristen. Der Präsident und seine Familie sind von einer bewaffneten Terroristengruppe angegriffen worden. Wir verlangen die Freilassung ihres Diktators. Gehe sofort zum Ort des Geschehens, erschieße die Terroristen und befreie den Präsidenten und seine Familie. Die Polizei schießt zurück. Bitte um Rückendeckung. Ja, und schon geht's los. Man kann daneben schießen, man kann aber auch die Terroristen erschießen. Dementsprechend erhöht sich dann natürlich die Zeit, die man zur Verfügung hat. Und wo ist denn der nächste da? Das ist natürlich hier auf dem GBA ein bisschen pixeliger. Und wenn die einen treffen, dann verlieren wir Leben. Das sehen wir oben. Diese rote Kreuzkästchen. Was ist das? Uah, steht noch einer. Steht auch noch einer? Nee, da lag einer. Ja, jetzt geht's weiter auf dem Hochhaus. Ihr seht das. Ich finde es ganz cool, wie die runterfallen. Von da oben. Hoppala, wenn man sie trifft natürlich. Hallo? Ja, du brauchst gar nicht auf mich schießen, du auch nicht. So, das nächste Hochhaus. Ich frage mich immer, wie kommen die Terroristen an solche Waffen und dann so viel und dann gleichzeitig mitten in Amerika und sind in der Lage, den Präsidenten zu entführen. Erstmal das Wichtigste. Wow, yeah, erstmal halbnackte Frauen angucken. Das ist das Wichtigste. Präsidenten können wir später noch retten. In the head. Schön, das war dann, glaube ich, der erste Abschnitt. Jetzt kann ich mal auswählen, wo es weitergeht. Ja, komm, gehen wir mal ins Stadion. Vielleicht läuft ja ein tolles Spiel, man weiß es nicht. Kann ich unten noch was auswählen? Nee, nicht. Eliminiere alle überlebenden Heckenschützen auf dem Dach. Terroristen haben die Tochter des Präsidenten entführt und sich im Stadion versteckt. Okay. Wir können sie von hier aus nicht identifizieren. Am besten schieße ich einfach auf alles. Flieg hin und suche nach ihnen. Auf alles, was sich bewegt, schieße ich. So. Das ist ein bisschen blöd, der Abschnitt hier. Das ist er doch, oder? Terrorist, der mitten aufs Spielfeld läuft und die Präsidententochter entführt. Ich kann natürlich aufpassen, hier stehen noch andere Terroristen, die auf mich schießen. Das ist extrem wackelig in dem Level. Ja, und er sagt mir, wann und wo und wie ich schießen darf. Oh Gott. Ich weiß nicht, auf einmal, vielleicht gestern Abend einen getrunken, so viel. Und die ganzen Footballspieler, die da drumherum rennen, die machen das Ganze nicht einfacher. Ja, you lost your touch. Ein Touch hier gleich auch mal ein. Ja, das war's wohl. Leider kann ich mich nicht weiter nach links bewegen. Lass den Feind nicht entkommen. Verfolge ihn und rette die Tochter. Ich glaube, hier konnte man die Tochter jetzt gar nicht retten. Damit die Story, diese geniale Story, weitergestrickt werden kann. Ich habe erfahren, dass die First Lady von Terroristen im Hotel Imperial entführt worden ist. Wie gesagt, es wurden alle entführt. Finde ihr Versteck und erledige sie alle. Ja, ich glaube, die Tochter konnte man gerade gar nicht befreien, sodass die Story weitergestrickt werden kann. Erstmal wieder das Wichtigste. Nee, das ist, genau. Hallo. Hoppala, aber wir müssen uns mal auf die Aufgabe konzentrieren. Oh, Entschuldigung. Der sah aber kriminell aus. Okay, grau, blau und... andere konnte ich nicht. Der hat eine Waffe, das ist nicht schwer zu erkennen. Auf den schieße ich besser nicht nochmal. Das ist ein Zimmermädchen. Könnte hier noch einer sein. Wir sehen nichts mehr. Ach, da oben. Genau in die Weichzeile. Blau und rotes Oberteil. Blau und rotes Oberteil. Ja, auf den kann ich doch nicht schießen, oder? Was ist denn nicht? Doch, das muss er dann ja sein. Oder auch nicht. Dann nehmen wir den mit dem blauen Oberteil. Hoppala. Wir konnten Ehefrau und Tochter des Präsidenten orten. Sie werden
von Hornet festgehalten. Rette sie. Hä? Ja? Er ist Experten-Heckenschütze. Sei vorsichtig. Endfight. Nur noch 5 Sekunden. Mal gucken. Bisschen Zeit dazu gewinnen. Den muss ich 5-mal treffen. Schaffe ich doch nie. Nur noch ein paar Sekunden Zeit. Hurry up. Mann, wo ist er? Bleib stehen. Du Lump. Ma. Ja, continue, natürlich. Mann! Ja, you lost your touch. Sehr hilfreich, deine, Kommentare. Beruhige dich. Ja, wenn ich schießen kann, freie Schussbahn hab, dann sag mir nicht, ich soll mich beruhigen. Klappspaten. Ehefrau und Tochter des Präsidenten sind nun sicher in unserer Obhut. Warte auf deinen nächsten Befehl. Yes. Super, First Lady und First Daughter, sozusagen. Sagt man das? First Daughter? Befreit. Ich habe Informationen über den Ort des feindlichen Hauptquartiers erhalten. Der Präsident muss dort gefangen gehalten werden. Dringe dort ein. Klar. Natürlich, wo sollte er auch sonst sein? So. Man will auf Feinde schießen. Oh, haben wir jetzt eine Waffe mit Schalldämpfer? Cool. Ja, ich denke mal, diese Art Spiele machen mit einer Lightgun natürlich richtig Böcke, wenn es dann auch richtig funktioniert. Jetzt hier auf dem GBA ist es ein bisschen... Man kann sich da mal 10 Minuten mit vergnügen. Aber dadurch, dass es teilweise wirklich millimetergenaue Angelegenheit ist, ist es gar nicht so einfach. Ja. Und dieses Calm Down. Ja, okay, dann könnte man viel zu schnell hintereinander schießen, klar, ohne bestraft zu werden, verstehe schon. Aber dennoch, zerstöre die Hauptstromzufuhr. Wenn ich schießen will, dann schieße ich. Gerade wenn ich dann den Gegner auch im Blickfeld habe. Ja, jetzt muss er die Feinde verwirren. Ich weiß, das war hier hinten irgendwo, oder? Oh. Wow. Genau. Der Präsident wurde entführt. Es geht darum, den mächtigsten Mann der freien Welt zu befreien. Und wir schauen uns erstmal halbnackte Weiber an. Genau, das ist, man muss Prioritäten setzen. Da oben ist noch einer, oder? Yep. Okidoki. Weiter geht's. Einmal um den Swimmingpool rum. Hoppala. Calm down, calm down. Shut up, kann ich dir nur sagen. Achso, da kommen wieder neue Gegner, natürlich. Die spawnen dann einfach mal so aus dem Nichts heraus. Okay. Ich laufe jetzt einfach wieder kurz vorm Zwischenboss. In den Arm. Oder Zwischenbosse. Die haben diesmal aber keine Namen. Warum auch? Dafür haben sie wieder 5 Leben. Hoppala. Leben geschossen. Oh, sogar 2-mal getroffen. Einfach nur warten, bis sie hier sind, oder? Die laufen ja praktisch volle Flints auf, wenn sie mal von links nach rechts laufen. Ja, calm down. Jetzt hätte ich ihn 2-mal treffen können. Danke. Ja, danke. Das machst du total super. Also das auch noch künstlich schwieriger machen. So, Boss 1, dood. Boss 2, dood. Alle dood. 79,4%. Finde ich gar nicht so schlecht. Der Feind hat uns ausgemacht. Wir müssen ihn aufhalten. Wir können dich nicht mehr unterstützen. Gott sei Dank. Wir bekommen jetzt keine doofen Sprüche mehr von wegen Calm Down. Du musst den Präsidenten für uns retten. Gib alles, was du hast. Ja, ja, klar. Mach ich. Einmal auf dich. Einmal auf dich und dann... Hallo, Mr. President. Das war Mr. President? Oder... Ja, wahrscheinlich nicht. Ich will uns jetzt hier nicht weiter noch durchballern. Mann, lass mich schießen! Hast du... So, genau in den Kopf. Dafür soll es eigentlich extra Punkte geben.
Ja, ich weiß, hier Kopfschuss und so. Brutal und Killerspiele, hast du nicht gesehen. Da ist noch einer. Ja, wie fair ist das denn, sich erstmal 10 Sekunden hinter der Wand zu verstecken? Ist natürlich total super für meine Zeit. Ja. So, Mr. President, ich komme! Ach, wieder einer, der sich versteckt hinter der Wand. Genial. Komm. Put, 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 put. Sehr schön. 80,9%. Ich werde immer besser. Wo war denn jetzt? Okay, von einer Luxusvilla, wo wir gerade waren, in irgendeine komische Lagerhalle. Macht Sinn. Du lebst immer noch hier oben. Hier ist einer, der sich wieder... Mein Gott. Wer singt denn da im Hintergrund? Komm um die Ecke rum. Nein, 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 nein. Ein Leben nur noch. Danach haben wir keine Credits mehr. Dann sind wir Game Over. Dann ist der Präsident verloren. Und mit ihm die freie Welt. Oh nein! War's das? Halbes Leben noch. Das ist echt ungünstig. Je weiter die wegstehen, desto hakeliger wird's. Oh Gott. Ich lasse meinen lieben Präsidenten niemals im Stich. ja, sicher. Beweg dich noch schneller. Ja. Ernsthaft jetzt? Ist auch kein Bewegungsmuster zu erkennen. Na, irgendwann springt sie mal wieder hier rüber. Ja, das ist das Gewisse. Boah, wie schnell ist die denn? Haha, ich hab sie. Ja, beruhig dich, genau, wenn ich sie hätte erschießen können. Warte hier oben. Boah, das bringt ja alles nichts. Da läuft ja die Zeit ab. Jetzt tötet sie mich auch noch, oder? Ja. Ja, 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 ja. Ja. Game over. Der Präsident ist verloren. Wir haben wenigstens eine neue Highscore aufgestellt. Ja. 93.400 Punkte. 77% Schussgenauigkeit. Könnt ihr ja gerne, wenn ihr Bock habt, eine Highscore-Challenge rausmachen. Silent Scope für den GBR. Ja. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.